Hi und willkommen, mein Name ist Andy Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir, wie heißt der Ort nochmal? Kielhain, Kielhau, irgendwie sowas. Kielton, okay. Gut, ja. Und wir stehen direkt vor der zweiten Arena, welche wir uns in diesem Part vorknüpfen. Sollte ein bisschen schwieriger sein im Vergleich zu die letzte, weil wir haben. Okay, wir haben Flora, die müsste doch was ausrichten können gegen diese Wasserarena. Und ja, da fällt mir gerade ein, ich sollte vielleicht mal gucken, ob Little Tox irgendwas lernen kann. Nö, doch, Anziehung, Elektronetz. Fängt ein gegnerisches Pokémon mit einem elektrischen Netz und senkt deren Initiative. Das kannst du nicht lernen, ehrlich. Ja, okay. Macht irgendwie Sinn, ist irgendwie so Spinnenattack, würde ich sagen. Okay, alles klar, wir gehen jetzt mal auf in die Arena. Unser Ziel ist es, den Orden in diesem Part zu holen. Keltenstadion oder Stadion sind da eigentlich, ne? Keine Arenen, mehr oder weniger. Hey Balduin, hey, ich bin's Balduin. Sehe ich deine Angel? Ein passionierter Angler wie wird diesen Ball zu schätzen wissen. Hier nimm ein Köderball. In einem Köderball gehen die Pokémon, die du geangelt hast, leichter ins Netz. Ein absolutes Muss für Liebhaber vom Wasser-Pokémon. Schon faszinierend, was alles in einem Pokéball steckt, oder? Ja. Die Arena Challenger. Ein Arena Challenger. Ich wollte eigentlich mit deinen. Ich muss gegen Kate gewinnen, hörst du? Versprich mir das. Warum müssen wir unbedingt eine Rätsellösung gegen die Arena Eltern kämpfen zu dürfen? Schätze, als Pokémon-Trainer muss man auch außerhalb eines Kampfes Köpfchen beweisen. So, ich glaube, das richtige Time für die Dynamaximierung ist entscheidend. Wenn Kate sie einsetzt, sollte man sich überlegen, mit welchem Pokémon die Attacken ihrer Dynamax-Pokémon abfängt. Naja, gut. Shop. Was brauche ich? Brauche eigentlich gar nichts, ne? Ja. Frage mich eigentlich, muss man alles in einen Lauf machen? Ja, ne? Aber ich nehme mal, man kann auch immer wieder rein und raus, ne? Wieder gar keinen Sinn machen, so ich brauche ja nichts. Alles klar, hi. Hallo, Arena Challenger, möchtest du jetzt an unserer Arena-Mission versuchen? Ja, darf ich dich zuerst bitten, eine Uniform anzuziehen und kleines leichter drüben? Okay, okay. Nummer 200. Oh, die Uniform steht dir ausgezeichnet. Dann mal auf mit dir zur Arena-Mission. Übrigens kannst du während der Mission nicht auf deinen Pokémon-Box zugreifen. Ah, okay. Wusste ich das schon vorher? Keine Ahnung. Jetzt weiß ich's. Will ich sowieso nicht. Mein Team ist awesome. Ich hoffe, ich krieg was mit Little Tox hier gerissen. Und ja. Das sieht nach Rätsel aus. Dann zeig mal. Ist schon wieder gleich Typ. Entschuldigung. Bei der Arena-Mission des Keltenstadions musst du auf dem Weg durch diese beeindruckende Wasser, durch dieses beeindruckende Wasserlabyrinth finden. Wie du siehst, werden einige der Wege durch Wasserfälle blockiert. Ich weiß nicht sicher, wie du die bloß überwinden kannst. Wenn du dort drüben auf den roten Schalter drückst, findest du da sicher schneller raus. Da haben wir eigentlich schon alles gesagt. Es kann losgehen. Na du, was ist denn? Okay. Ich möchte aufgeben. Ja, genau. Okay. Und da ist unsere erste Trainerin. Okay, wir haben sowieso Dings. Wir kommen im Keltenstadion. Bereit für eine nasse Abkühlung. Gleich passen Wasserattacken für dich rein. Wir haben sowieso ein Pokémon an erster Stelle. Arena-Trainer Barbara. Schallkorb. Okay, so viel dazu. Ihn einzusetzen. Und ich habe mal in den Pokédex geguckt, das Ding ist ein Baby-Pokémon. Also habe ich irgendwie so überlegt, von ob das vielleicht eine Baby-Version von irgendeinem Pokémon sein könnte. Aber mir ist irgendwie nichts eingefallen. So oder so, wenn das ein Baby-Pokémon ist, dann heißt das Ding entwickelt sich wahrscheinlich durch Zuneigung, ne? Würde ich jetzt mal annehmen. Also gut, ja. Mal schauen, irgendwann wird sich schon entwickeln. Ist überhaupt nicht gesehen, was für ein Level 21. Okay, könnte vielleicht ein bisschen schwieriger werden heute.
Das ist die letzte Arena. Also, solange ich meinen ganzen Pokémon hier hochlevel. Grasmixer. Haben wir ja gerade einen, der hier ein scharfes Blatt weggebildet. Kann die Genauigkeit des Ziels senken. Das ist schon wieder so, fühlt sich schon wieder so gecheatet an. Ja, komm. Es ist jetzt voll dämlich, was ich hier mache, aber habe ich auch gesehen, hat nur 10 Mal Anwendungen, also ja. Hä? Mein Schaltkorb und ich sind wohl die im Kampf waren gegangen sind. 4000. Ach ja, wegen, okay. Habe ich schon letztes gemacht. Warum habe ich eigentlich so viel Geld, ne? Der Kampf zwischen dir und deine Räder drin, Kate, ist genau das, was sich die Fans von dieser Arena Challenge hoffen. Habe ich schon noch vorbei, möchte ich so viel Geld, aber das liegt wahrscheinlich an diesen Rauch, den ich Detox gemacht. Da. So. Das wieder an. Das ist ein sehr einfaches Rätsel, würde ich jetzt mal annehmen. Okay. Nächste. In den Knöpfen kannst du aus Wasser stoppen. Du musst dir aber auch die richtige Reihenfolge Gedanken machen. Ja, das wäre gut. Ein Teil da in Claudia. Krabi. So. Wangenrubler. Könnte der Krabi gefährlich werden? Versuchen wir mal Wangenrubler. Okay, Herna, perfekt. Der Wangenrubler tut zu 100% immer paralysieren. Das weiß ich, weil ich einen Voldi in Pokémon Schild habe. Und ja, das dürfte die Sache einfach machen. So, versuch Säure. Säure. Whirlpool, das dürfte auch nicht so viel Schaden machen eigentlich. Ne. Bin echt gespannt, so was sich das Ding weiterentwickelt. Was mein Endteam sein wird. Mal schauen. Um. Also, solange es sich noch nicht entwickelt, Krebscore. Habe ich so das Gefühl, es wird nicht sehr brauchbar sein. So, und ich glaube, du bist nicht so einen guten Run haben gegen dieses Ding. Also machen wir mal Lauch. Ich muss aufpassen, Lauch hat nicht so eine. Das Ding ist noch nicht unrecht, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird unlicht, wenn es sich entwickelt. Ja. Aber gut. Hupstrahl, komm schon. Ein bisschen noch überleben, ne? Vielleicht sogar zwei. Und dann Zertrümmerer. Zertrümmerung. Da gibt es jetzt nicht. Okay, gut. Da kann ich leben. Sehr gut. Claudia wurde besiegt. Oh Menno, ich hätte mir mehr Gedanken über die richtige Reihenfolge meiner Attacken machen sollen. Ja, vielleicht erst der Überblick und dann. Aber okay. Die meine korrekte Reihenfolge, in der du die Knöpfe drücken musst. Probier es halt aus. Okay. Das ist ja auch gerade gelbe Knöpfe und einmal rote Knöpfe. Hab ich vorher gar nicht mitbekommen. So. Alles klar. Wir haben einen blauen Knopf. Hier haben wir noch keine blauen Dinger. Hier, man, die sind für da oben, ne? Oder um zurückzukommen. Da ist ein roter Knopf. Hier machen wir schon mal aus. Der macht da hinten an. Alles klar. Dich könnte ich eigentlich probieren, ne?
Huch, du hast es bisher geschafft, jetzt willst du auch noch gegen mich kämpfen? Ja. Friederike. Remoraid, komm, den müssen wir schaffen. Remoraid, obwohl ich glaube, Remoraid hat nur einen Angriff, oder? Ich weiß ja gar nicht. Jedenfalls, oh Gott. Also da kommt jetzt gleich ein Crit, der Little Tox voll fertig macht. Aber etwas Glück, ja okay, das hätte jetzt nicht so viel. Da war Volltreffer, oder? Nee, da war kein Volltreffer. So, komm. Hol das Ding weg. Ja. Ah, sehr gut. Und weg bist du. Sehr gut. Gut gemacht. Level 25 mit Igni. Wo ich den sehr wahrscheinlich nicht in dieser Arena ja benutzen werde. Das ist mir so riskant. Also nicht. Flora. Bin mir nicht sicher, wie das Ding irgendwie wertemäßig ist. Hohe Angriffskraft, hohe Verteidigung oder irgendwie sowas. Ich denke, das war mal. Ja, Zauberblatt. Jetzt kannst du das Ding kaputt hauen. Kabel hab's. Wurde erledigt. Und kommen wir zum Arena-Leiter. Ein starkes Kamera, dass mein Pokémon und ich verlieren. Ja, hat Geld. Normalerweise ist der letzte Trainer in der Arena immer ein ganz besonders starker Gegner. Aber ich habe es aus ganz anderen Grund beantragt, hier hinten stehen zu dürfen. Ich habe einfach Angst vor Kämpfen. Boah. Okay. Habe ich den Knopf gar nicht gedrückt. Da oben, den blauen. Oh. Doch. Warte mal, da sind blaue Plattformen. Ja, und jetzt muss ich. Okay, ich verstehe. Verstehe es. Ich verstehe es. Nee. Was? Oh, nee. Ach, warte. Ich mach einfach den hier. Oder auch nicht. Okay. Warte mal, irgendwann habe ich ja falsch gemacht gerade. Geht das wieder aus? Was mache ich hier gerade falsch? Da muss ich, wenn ich das aktiviere, ich muss erst das, aber dann mache ich doch wieder alles aus hier. Da muss ich erst, muss ich nur im Blauen hier aktivieren und dann muss ich wieder alles an und ausmachen. So, nee, jetzt muss ich doch wieder zu dem Blauen hin. Oh. Oh, warte, jetzt mache ich den, roten. Jetzt dann, nee. Jetzt komme ich hier nicht zurück. Was? Ah doch, warte, ja, jetzt mache ich den blauen hier aus. Okay. Alles klar, hab schon. Gut. Muss ja mal alle anmachen. Muss nur eine anmachen, dann muss ich schon wieder ausmachen und so. Okay. Ist gut, ist gut, ist gut. Ich weiß, ihr habt das alles beim ersten Mal schon gecheckt und so, aber. So, oh, ich wollte eigentlich noch mein Team hochheilen, aber ich glaube, ich kann noch. Ich glaube, ich kann mich noch bewegen gleich, ne? So. Tun wir mal ein paar Tränke und so benutzen, ne? Für den kommenden Kampf. Ich bezweifle, dass ich dich einsetzen werde, aber weiß ja nicht. So. Bezweifle, dass ich dich auch einsetzen werde, aber gucken wir mal. So, dann geht's auf. Zur zweiten Arena Challenge gegen Kate.
die Wasserarena da drin. Heiner. Kann ich pfeifen? Die sieht eigentlich auch nicht schlecht aus, also. Willkommen, Arena Challenger. So sieht man sich wieder. Tut mir leid, dass du mich vorhin extra suchen musstest. Meine Mission hast du ja ruckzuck bestanden, wie ich sehe. Sie ist nicht gerade leicht, also musst du ein ziemlich helles Köpfchen sein. Du wirst auch schlau genug sein, gegen die Flut meiner angefahren zu kommen. Das weiß ich nicht. Könntest du mal versuchen. Arena-Leiterin Kate fordert dich heraus. Na, eigentlich fordere ich ja dich heraus, aber wollen wir mal nicht. Ach, deswegen hat sie so eine Pose gehabt. So, Goldini. Das war das Schlimmste. Ich meine, Goldini, Wasserattacken und Flugattacken, ne? Also Schnabel meistens. Oh Gott. Oder das hier. Aber sollte nicht so viel abziehen, weil Goldini so physisch ausgelegt ist, glaube ich. Komm, du schaffst das. Volltreffer. Okay, er dürfte so noch überleben. Säure. Gibt es ein Babysäure? Das kann nicht gut ausgehen. Da hat nicht die Spezialverteidigung gesenkt. Okay, hier tun wir nicht so durch zu bieten. In der ersten Arena. Alles klar, gut gemacht. Ich will versuchen noch, halt nicht, Flora aufzusparen. Ja, wie gesagt, Goldini kann auch meistens Schnabel. Also in früheren Generationen jedenfalls, dass eine Flugattacke ist. Und ja, es ist sehr effektiv. Warte mal. Sagte er, während ein Kampf-Pokémon hier einwechselt. Mache ich hier eigentlich. So. Lass das Ding down. 20. Velo entwickelt sich. Picuda. Bist du? Da, so, wir versuchen es mal mit Zornklinge. Was hat diese? Oh nee. Natürlich war ein Volltreffer. Das heißt, noch so ein Angriff müsstest du überleben, oder? Komm. Wasserdüse. Ne. Okay. Ja, da wird doch ein bisschen knapper als gedacht. Wasserdüse. Kuro. Okay, komm her. Jetzt mal Raubein. Vielleicht hat er ja ein Item. Aber ich glaube, das klappt auch gar nicht, wenn ich ein Item trage, ne? Au. Da lebt er auch noch, ey. Die halt. Und Wasserdüse. Und er mir nur eine rein. Bevor ich hier dich erledige. Lauch ist schon wieder kaputt. Ey. Ein Pokémon habe ich noch. Das Beste kommt zum Schluss. Kamalm. Oh, das ist doch bestimmt. Oh. Ja, das sieht krass aus. Habe ich irgendwann was Werte senken kann? Denkt dabei deren Spezialangriff. Ich glaube. Oh nein. Verwandeln wir das Stadion in ein Meer. Maximiere dich. Kamalm. Deiner Maximiere, meine ich. Der sieht ehrlich gesagt ziemlich bedrohlich aus. So eine Riesenschildkröte. So ein Adam Taimai irgendwie. Gott. Standpauke. Du wirst mich doch nicht erlegen. Da war ein Volltreffer. Okay, ich wollte schon sagen. So, komm. Deiner Angriff. Oh Gott. Ist noch nicht tot.
Du wirst aber nicht schneller sein als ich, oder? Ja, ein Geschenk von uns. Nimm das. Deiner Flut. Oh Gott. Ah. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass du auch überlebst. Also, ja. Oh, wurde besiegt. Na, warte. Aber ich habe noch ein Ass im Ärmel. Alter. Sieht gar nicht gut aus, ehrlich gesagt. Also, Igni kann ich sowieso vergessen. Also, der wird das nicht übernehmen. Aber jetzt kommt Flora. Ich kann nicht deiner maximieren, oder? Doch. Da wollte schon sagen. Dann komm mal her. Warte mal, habe ich da gerade was gedrückt bei mir? Nee. Deiner Wall. Ja, wird jeder Tag erscheint eventuell bei Wiederholung. Zeugt 5 Runden lang ein Grasfeld. Deiner Flora. Flora. Deiner Maximierung zu Giga Mega Extrem Big Flora. Deiner Dunkel. Gott. Wird sogar knapp, wenn das hier so weitergeht. Ja, komm schon, wirst du jetzt hier mit einem Schlag weg sein, oder? Oho. Ja. Sehr gut. Und ein Grasfeld. Explosion. Ich fange an, diese Mechanik zu mögen. Ist schon relativ episch. Yeah. Okay. Obwohl ich die stärkste Pokémon-Trainer hier sein sollte, hast du mich am Ende weggespürt. Ich habe sie mir gechillter vorgestellt, aber kaum läuft irgendwas schief. Ah, das darf doch nicht. Na schön, ich erkenne deinen Sieg an. Du und dein Team. Ihr habt die Energie, die man braucht, um sich in der Arena schön zu behaupten. Ihr habt den Kampfgeist, der notwendig ist, um den Champ herauszufordern. Diesen Arena-Orden hier habt ihr euch redlich verdient. Wasserorden, Wasserorden, ne? Die heißen einfach nur nach den Typen, oder? Also jetzt alle Pokémon beschließlich 1 Level 30 fangen. Nicht so, als wäre euer nächster Gegner der Feuerarenenleiter. So stark wie ihr jetzt seid, wird er sicher gegen euch kämpfen wollen. Hey, aber Pflanze, Wasser und Feuer. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Kate Danio. Als Anerkennung deiner Leistung erbreche ich dir diese TM. Bitteschön. Whirlpool. Haben nicht Aquabelle, da wäre viel besser gewesen. Eine Nachbildung von Kates Uniform bekommst du noch als Geschenk obendrauf. Ich will aber nicht so leicht bekleidet rumlaufen. Nun hast du ihn, also den Wasserorden. Ich bin gespannt, wie weit du deine Pokémon, wie weit du es mit deinem Pokémon noch schaffen wirst. Warensortiment wird sich erhöht. Zeig mal. Pokéfuppe. Okay. Aha. Was für ein Kampf. Den Namen werde ich mir hinter den Ohren schreiben. Ja, sollst du auch. Toller Kampf. Das Team sieht wirklich sehr interessant aus, uns beide unser Bestes geben, die Arena scheint zu bestehen, ja. Alles klar, gut. Oh, ach ja, mit dem müssten wir ja auch noch schnacken, ja. Präsident Rosé erwartet dich bereits. Triffst ihn im Restaurant Wellenflucht hier in Kelton. Hier hast du seine Liederkarte mit seinem Foto, nur falls du vergessen hast, wie er aussieht. Will ich eigentlich auf den Arm nehmen? Wie blöd denkst du eigentlich, bin ich? Der Liga-Präsident mag es nicht, wenn man ihn warten lässt. Bitte gib dich da unverzüglich zum Restaurant. Ist ja gut, Mann. Und bitte sag mir nicht, die Karte irgendwie zeigt in den Unterhosen oder so. Wäre nämlich voll doof irgendwie. Also, Rosé. Er hat eher falsch rum. Was? Okay. Gut, wir gehen aber erstmal zurück zum Pokémon Center. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt auch noch mal rein. Ich weiß jetzt nicht, wenn vielleicht
den Part ein bisschen länger machen als sonst, aber ich will doch schon gerne mal hier reingehen noch ins Restaurant und gucken, was da los ist. Ich hoffe mal, da kommen jetzt nicht so eine riesige Anzahl an Kämpfe oder so. Ich kann nicht fassen, dass ich schon im zweiten, in der zweiten Arena 5 Pokémon hatte, aber es hat irgendwie lange gedauert, bis wir überhaupt mal eine Arena hier herausfahren konnten. Also ja, macht vielleicht ein bisschen Sinn. Aber dann auch wieder, die zweite Arena kam sehr schnell nach der ersten. Rede mit mir. Er redet nicht mit mir. Kommen Westerong Wellenflucht. Und das Waifu. Präsident Rosé kommt ab zu Inkognito hierher, aber trotzdem wissen alle Bescheid. Ah, Danrio, komm, lass uns deinen Sieg gebührend feiern. Ach was, ich hatte also auch eingeladen? Oh, er kennt euch? Na wunderbar. Aber setzen wir uns doch erstmal. Oh, ich sitze neben der Waifu. Kielten ist berühmt für seine delikaten Teeren. Meeresfrüchte sollte vielleicht Kielten nennen. Ne? Daher lege ich auch ans Herz, eine der lokalen Köstlichkeiten zu probieren. Aber mal ganz unter uns. In diesem Restaurant schmeckt eigentlich alles ganz vorzüglich. Hier geht's übrigens Professor Magnolika. Ich hoffe doch bestens. Ich habe ihre Forschung viel zu verdanken. Wie ihr wisst, stammt die Technologie hinter den Dynamax-Bändern, mit deren Hilfe man Pokémon riesengroß machen kann, von meiner Firma. Aber ohne Professor Magnolikas Forschung über die Wunschsterne wäre das nie möglich gewesen. Ich weiß nur, dass ihr das Dynamax-Phänomen immer noch Kopfzerbrechen verbreitet. Sie hat offenbar noch viele Rätsel zu lösen. Sie sind immer nur an ihrer Forschung. Als ich zu einer Reise aufgebrochen bin, hat sie mir sogar eine Energiequellendetektor in die Hand gedrückt. So versessen ist sie. Ein Energiequellendetektor? Das sind die Geräte, mit denen man erstmals möglich wurde, Energiequellen aufzuspüren. Mit anderen Worten, also Orte, an denen dank eines erhöhten Aufkommens von Galar-Partikeln Pokémon Dynamax maximiert werden können. Aber dass Professor Magnolika so frustriert ist, höre ich gar nicht gerne. Ich will alles tun, um ihr zu helfen. Weiß der Blick von der einen Olle im Hintergrund? Was? Was? Sanja, du sollst dir unbedingt mal die Schatzkammer von Claw City ansehen. Ich bin dafür überzeugt, dass der Schlüssel zum Geheimnis des Dynamax-Phänomens in der Geschichte dieser Region vergraben liegen soll. Begraben liegt. Ich werde dafür sorgen, dass Fräulein Sanja Einlass gewährt wird. Verzeihen Sie meine Drängen, Rosé, aber Ihr nächster Termin wartet. Schon, aber ich hatte doch gar keine Chance, mit Daniro zu sprechen. Nun gut, so bedauere ich es auch jetzt, es lässt sich wohl nicht ändern. Es war mir ein Vergnügen. Tschüss. Ich weiß ja, dass er es gut mit mir meint, aber diese Schatzkammer klingt nach viel Arbeit. Naja, wenigstens sollte ich dort ein paar neue Anhaltspunkte für meine Forschung über die Legende finden. Ich habe gehört, dass du im Wasserorden erkämpft hast. Glückwunsch. Kate zu besiegen ist kein Kinderspiel. Hier, nimm als Belohnung diese TM. Heimzahlung. Ja, nimm Drach für einen besiegten Mitstreiter. Naja, stimmt, genau. Kate und ich sind gut befreundet. Vielleicht sollte ich mal bei ihr vorbeischauen. Ist die Tage Arena Challenger. Ich habe auch einen Namen. Okay. Das war jetzt nicht so lange wie gedacht. Ja, ich habe irgendwie gedacht, hier passiert nur irgendwas, hier kommt ein Kampf oder so und, oh. Und wie auf einmal die ganze Motivation in den Keller geht. Ey. Du hast jetzt den Pflanzen und den Wasserorden, stimmt's? Als nächstes müssen wir Kabu besiegen, der Arena von Engine City. Oh, aber ich habe brandheiße Insider-Infos über Arena Leiter Kabu für dich. Er legt nämlich gerade in der Galamine 2 ein Sondertraining ein. Oh, da ist rechts von ihr, oder? Wenn Kabu nicht in seinen Stadion ist, zieht uns fürs Erste nichts nach Engine City. Warum schauen wir nicht mal in der Galamine 2 vorbei? Sondertraining ist genau mein Ding. Das wird auch irgendwie Sinn machen, weil wenn ich jetzt direkt zu Engine City zurückgehe, dann habe ich mehr oder weniger gar kein Level irgendwie bekommen während meinen Arena kämpfen. Aber ich will mal gucken, stehen die beiden jetzt vor der Arena oder so oder am Leuchtturm? Reden die miteinander? Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken, ne? Ich weiß, du musst nicht da lang, ich will aber da lang. Die Story geht da weiter. Ich weiß, ich will mich aber umgucken. Warum geht's so lang? Ich will die Story. Okay, Heimzahlung. Heimzahlung. Lauch. Das ist irgendwie ironisch, weil er immer der Erste ist, der drauf geht, habe ich so ein Gefühl.
Okay. Er hat auch irgendwie sehr niedrige Verteidigung, ne? Nicht so eine kleine Verteidigung wie Little Tox, aber ja. Mal, ja, mal zeigen, ja. So, was mich übrigens hier stört, warum werden mir immer noch die Pokémon von Route 1 angezeigt? Ich kann irgendwie nicht nach oben oder nach unten oder so gehen. So, warum werden mir immer noch die Pokémon angezeigt, die ich da fangen kann? Das geht mir ein bisschen auf den Nerv. Ich würde mal gern in der aktuellen Arena, wo ich gerade bin, sehen. Arena. Im aktuellen Gebiet, wo ich gerade bin, sehen, was für Pokémon ich noch habe. Tox heißt das Ding, genau. Baby-Pokémon. Ich überlege gerade, ist das die Vorentwicklung von irgendwas? Und ich bin nur zu blöd, das herauszufinden. Aber ich kann mich jetzt nicht an ein Elektro-Gift-Pokémon erinnern. Vielleicht gab es eins, aber wie gesagt, Sonne und Mond habe ich nicht durchgespielt. Und die anderen sind alle so lange her schon wieder. Mal nur gucken, ob ja Kate und Sanja irgendwie hier waren oder so. Und ja. Deswegen kommt mir auch nicht jedes Pokémon so direkt bekannt vor. Was machen die beiden da? Ole, 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 ole. Let's go, Mary. Schalalala. Sorry, aber Team Yell ist Marys Fanclub. Wir jubeln exklusiv für sie. Also nach Regeln der Kunst. Wenn der es nicht quält, liegt dir schwer ins Herz, den Galami 2 fleißig zu trainieren. Wir sind mich nicht aus Pappe. Ah. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden den Part hier. Jetzt folgt es ab zur Galamine 2, wo wir neue Gegner treffen, wo wir neue Pokémon treffen, neue Teammitglieder, Fragezeichen. Und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte lasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, um diesen Ausdruck zu verleihen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss, Sikowski, und bye bye. Arrivederci.